Hallo, herzlich willkommen. Ich bin leider etwas zu spät gekommen. Tut mir leid. Ich sehe, es ist schon ein bisschen später. Die Reihen haben sich schon etwas gelichtet. Ich hoffe, Sie können mir noch aufmerksam zuhören. Ich versuche es ein kleines wenig zu kürzen, damit wir nochmal im Zeitplan sind. Wer aufmerksam das Flyer zum Onko-Forum gelesen hat, wird sehen, dass sich der Titel so ein kleines bisschen unterscheidet zu meinem Titel. Das war mein ursprünglicher Titel, den hat man ein bisschen gekürzt, ein bisschen verändert. Ich fand ihn aber so ein kleines wenig passender. Der Titel heißt nämlich Krebs gleich Pflegegrad. Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Patienten kommen und sagen, ich habe eine onkologische Erkrankung, steht mir ein Pflegegrad zu. Ich möchte Ihnen gerne mal ein Praxisbeispiel nennen. Ich hatte so vor circa 2 Wochen, ich war bei einer Mitpatientin zur Beratung, eine Frau, die pflegebedürftig war, habe mit ihr kurz gesprochen. Danach kam die Mitpatientin zu mir und hat gesagt, Frau Gilges, ich würde auch gerne einen Antrag auf Pflegegrad stellen. Da war ich kurz irritiert, weil ich dachte, ich war kurz vorher bei ihr zur Beratung, es war eine junge, fitte, mitten im Berufsleben stehende Patientin. Und dann habe ich mit ihr mal kurz durchgesprochen, wo brauchen Sie denn Hilfe, wo wünschen Sie sich denn Unterstützung? Dann meinte sie, eigentlich mache ich alles selbst. Dann habe ich gesagt, okay, aber warum wollten Sie denn jetzt den Antrag auf Pflegegrad stellen? Mein Nachbar hat mir das gesagt. Mein Nachbar hat gesagt, wenn ich einen Krebs habe, bekomme ich einen Pflegegrad. Ich habe dann erklärt, wie es eigentlich ist. Und das habe ich auch heute so ein bisschen zum Thema genommen, weil wir das einfach vermehrt in der Praxis sehen, dass das immer wieder ein Thema ist. Ich würde Sie heute so ein bisschen informieren, was heißt eigentlich Pflegebedürftigkeit? Wo ist das gesetzlich verankert? Wie stellt man überhaupt so einen Antrag auf Pflegegrad? Was gibt es so für Leistungen? Und wie ist die Begutachtung? Wer macht das? Wie funktioniert das? Damit man so einen kleinen bisschen Überblick hat. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Von daher haben wir nicht so viel Zeit, habe ich mich so auf das Allerwichtigste heute konzentriert. Pflegebedürftigkeit. Was heißt eigentlich Pflegebedürftigkeit? Das ist gesetzlich verankert im Sozialgesetzbuch, im SGB 11, Paragraph 14, Begriff der Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftigkeit im Sinne dieses Buches sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch anderen bedürfen. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, und das ist wichtig, mindestens 6 Monate bestehen. Oft ist es so, dass man bei onkologischen Erkrankungen viele Nebenwirkungen hat, man ist sehr müde, der Allgemeinzustand ist reduziert, man ist vielleicht auch in der Mobilität eingeschränkt. Es sind aber oft nur temporäre Sachen, das heißt, es ist nicht unbedingt eine Pflegebedürftigkeit. Man hat, oft sagen die Patienten, ich lebe alleine, ich schaffe das nicht mehr, meinen Haushalt zu führen. Ich brauche jemanden, der mir hilft beim Einkaufen, ich habe niemanden. Dann hat man aber die Möglichkeit, zum Beispiel einen Antrag auf Haushaltshilfe durch die Krankenkasse zu stellen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Der Antrag auf Pflegeleistungen. Wo stelle ich überhaupt den Antrag auf Pflegeleistungen? Erfolgt bei der zuständigen Pflegekasse. Die Voraussetzung ist jedoch, dass in den letzten 10 Jahren 2 Jahre überhaupt in die Pflegekasse einbezahlt wurde. Die Übermittlung eines Auftrags hat innerhalb von 3 Arbeitstagen in gesicherter elektronischer Form zu erfolgen. Das hat man letztes Jahr erst geändert. Und in der Regel hat man 3 Auswahlmöglichkeiten auf dem Antrag. Man kann sich entscheiden, beantragt man Pflegegeld, dass sich eine Pflegeperson mindestens 10 Stunden in der Woche um einen kümmert. Man kann Pflegesachleistung auswählen, das heißt, dass ein Pflegedienst unterstützt, oder die Kombinationsleistung, die Mischung zwischen Pflegedienst und Pflegegeld. Einmal weiter. Ja. Nee, Entschuldigung. Nochmal zurück.
Genau. Jetzt haben wir die. Also insgesamt muss innerhalb der Frist von 25 Tagen das Begutachtungsergebnis vorliegen. Wir haben doch schon etwas früher angefangen, tut mir leid. Genau, also man stellt den Antrag und innerhalb von 25 Tagen muss die Begutachtung erfolgt sein und auch das Gutachten vorliegen. Es gibt eine verkürzte Begutachtungsfrist. Das heißt, wenn man zum Beispiel stationär im Krankenhaus ist, hat man eine verkürzte Begutachtungsfrist von 5 Arbeitstagen oder einer stationären Reha-Einrichtung. Da gehe ich gleich noch mal kurz drauf an. Man hat auch 5 Arbeitstage verkürzter Begutachtungsfrist, wenn sich die antragstellende Person in einem Hospiz befindet oder in einer ambulanten palliativen Versorgung. Bei palliativen Patienten ist es so, dass das Recht auf Selbstbestimmung gilt und das in besonderem Maße zu berücksichtigen ist. Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz oder Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz, das heißt, dass sich einfach jemand Urlaub nehmen muss, ne? Zum Beispiel eine Pflegeperson, und dann beträgt die verkürzte Zeit 10 Arbeitstage. Die Pflegekasse muss nach Fristablauf für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung 70 Euro an die Antragsteller zahlen. Hatte man tatsächlich, ich glaube, ich habe das erste Mal erlebt, dass eine Patientin das erzählt hat, dass sie diese 70 Euro auch erhalten haben. Ganz wichtig zu wissen, es gibt ja diese Frist von 25 Tagen. Wenn man diesen, also der Antragsteller selbst, diese Frist, also diesen Termin absagt, weil man natürlich andere Termine hat, dann entfällt diese Frist. Das heißt, dann kann das Ganze, die Begutachtung, sehr, sehr lange dauern, erfahrungsgemäß. Das ist so in der Praxis. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber so als kleiner Tipp, versuchen, den ersten Termin einzuhalten. Einmal weiter. Genau, der Eilantrag im Krankenhaus. Bin ich schon drauf eingegangen, haben wir hier die Möglichkeit, die zur Sicherstellung der weiteren Versorgung. Zum Beispiel, wenn eine plötzliche Pflegebedürftigkeit eingetreten ist. Das ist ganz wichtig, das gilt aber nicht, wenn man Pflegegeld angegeben hat. Weil bei Pflegegeld sagen die Kassen, naja, da ist ja eine Pflegeperson vorhanden, das eilt für uns nicht. Da können wir die normale Frist von 25 Tagen machen. Außer es ist eine palliative Situation. Dann geht das auch, ne? Dass der Eilantrag eventuell, wenn die Kassen das auch so sehen, gemacht wird. Wir haben es jetzt auch vor kurzem erst auch bei der Kombinationsleistung erlebt. Das tatsächlich so war, dass wir angegeben haben, Kombinationsleistung, haben einen Eilantrag gemacht, dann hat die Kasse aber gesagt, naja, es ist eine Pflegeperson vorhanden, auch wenn der Pflegedienst vielleicht kommen soll, aber für uns eilt das jetzt nicht. Die Begutachtung bei dem Eilantrag erfolgt durch Aktenlage und es kommt immer nur ein vorläufiger Pflegegrad dabei raus. Es gibt 3 Möglichkeiten, entweder entscheiden die Gutachter kein Pflegegrad, Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 2. Aber, wie gesagt, vorläufig, oft erlebe ich es in der Praxis, die Patienten rufen an und sagen, Frau Gilges, ich habe nur Pflegegrad 2 bekommen, also Pflegegrad 2 bekommen, wir stellen jetzt direkt die Höherstufung. Sage ich, nein, der ist nur vorläufig, zeitnah erfolgt dann auch die Begutachtung in der Häuslichkeit und dann gibt es den richtigen Pflegegrad. Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Beginn in Kurzzeitpflege muss Begutachtung erfolgen. Wenn man stationär im Krankenhaus ist, dann in die Kurzzeitpflege geht, muss die Begutachtung dort erfolgen, innerhalb von 10 Tagen. Immer weiter. Wie wird denn die Pflegebedürftigkeit überhaupt festgestellt? Pflegegrad wird mit dem Begutachtungsinstrument ermittelt, das ist gesetzlich verankert. Auch im SGB 11, Paragraph 15, und die Begutachtung erfolgt entweder durch den medizinischen Dienst, den MD, früher, viele kennen ihn noch unter MDK, für die gesetzlich Versicherten, durch den Medikprof, für die Privatversicherten oder die Knappschaft hat einen eigenen sozialmedizinischen Dienst. Es gibt keine plötzlichen Termine, sondern nur nach vorheriger Terminvereinbarung, Hausbesuch.
oder in bestimmten Fällen auch telefonisch. Das gilt aber nicht für die Erstanträge. Man hat so ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo bei dem Termin angegeben ist. Auch noch so eine Empfehlung, solche Termine bitte nicht alleine wahrnehmen. Es ist immer gut, wenn noch jemand mit dabei ist, der vielleicht auch eine andere Perspektive hat, wenn es möglich ist. In der Begutachtung selbst werden 6 verschiedene Module begutachtet. Im Mittelpunkt der Begutachtung steht die Beurteilung der Selbstständigkeit einer Person oder auch die Fähigkeiten. Sie erfolgt in 6 Lebensbereichen. Nochmal zur Info, wenn das kürzer als 6 Monate ist, wird es nicht berücksichtigt. Hier sehen Sie die verschiedenen Module. Ich gehe auf der nächsten Folie nochmal darauf ein. Das erste Modul ist die Mobilität, wo begutachtet wird. Dann zum Beispiel Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, wie ist es mit Umsetzen vom Bett in Stuhl, solche Dinge. Treppensteigen. Das zweite Modul ist das kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Hier und in dem darauffolgenden Modul werden nicht die Selbstständigkeit überprüft, sondern die Fähigkeiten. Da geht es in dem zweiten Modul, das Gedächtnis und eine Mitteilungsfähigkeit steht da im Vordergrund und ob selbstständige Entscheidungen getroffen werden können. Das dritte Modul sind Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, zum Beispiel wie häufig sind auffällige Verhaltensweisen, nächtliche Unruhe, Ängste, depressive Episoden, Aggressivität. Das vierte Modell ist das größte Modell, das ist die Selbstversorgung. Können die Patienten noch sich selber waschen, duschen, die Körperpflege, wie ist es mit der Ernährung, parenteral oder enteral, Duschen, Stoma, Inkontinenz, solche Dinge. Das fünfte Modul, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Hier geht es vor allem darauf, wie ist so der Umgang mit der Krankheit und Therapien. Wie ist der Unterstützungsbedarf bei ärztlich verordneten Maßnahmen, zum Beispiel Wundversorgung, Wundverbände, Medikamenteneinnahme, Blutzuckermessung, Begleitung zu Arztterminen. Das letzte Modul ist die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Hier geht es um Ruhen und Schlafen, wie kann man sich noch selber beschäftigen, Kontaktpflege und so weiter. Ganz wichtiger Punkt, der immer wieder auch erfragt wird, Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeit, die zu führen, dass die Haushaltsführung oder außerhäusliche Aktivitäten nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden können, wirken sich nicht auf das Gesamtergebnis aus. Ich weiß, dass viele sagen, ich brauche dauerhaft Unterstützung im Haushalt. Das wird erfragt bei der Begutachtung, fließt aber nicht damit ein. Es wird nur erfragt, weil danach kann ein individueller Versorgungsplan erstellt werden. Die Begutachtung an sich erfolgt als Punktesystem. Und zwar zum Beispiel hier mit dem Thema Selbstständigkeit. Hier sehen Sie 0 Punkte. Das heißt, jemand ist selbstständig. Die Person kann die Handlung oder Aktivität in der Regel selbstständig durchführen, ohne Hilfe. 1 Punkt gibt es für überwiegend selbstständig, 2 Punkte überwiegend unselbstständig und der 3. Punkt komplett unselbstständig, das heißt, dass kaum oder keine Ressourcen vorhanden sind. Ich möchte Ihnen mal so ein kleines Beispiel hier auf der nächsten Folie, damit Sie sehen, was heißt das denn eigentlich. Und zwar habe ich das Thema Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs, also das Modul der Mobilität. Können Sie sich vorstellen, so eine Anhaltsgröße für eine übliche Gehstrecke wird da so etwa 8 Meter festgelegt. Selbstständig, also die Person erhält 0 Punkte, wenn sie sich ohne Hilfe durch andere Personen fortbewegen kann. Das kann sie unter Nutzung von Hilfsmitteln, also wenn die Person einen Rollator hat und den selber benutzen kann, ist sie dadurch auch selbstständig. Überwiegend selbstständig, also 1 Punkt, die Person kann die Aktivität überwiegend selbstständig durchführen, zum Beispiel, dass eine personelle Hilfe oder jemand in der Familie das Hilfsmittel bereitstellt, also den Rollator hinstellt. Überwiegend unselbstständig, gibt dann 2 Punkte. Die Person kann nur wenige Schritte gehen oder sich nur mit dem Rollstuhl fortbewegen.
und unselbstständig ergibt dann die 3 Punkte. Die Person muss getragen werden oder vollständig im Rollstuhl geschoben werden. Hier sehen Sie die Module der Begutachtung und wie werden die betrachtet und gewichtet. Wir haben jetzt die 6 verschiedenen Module durchgesprochen. Sie sehen, dass das erste Modul Mobilität 10% gewichtet wird. Das ist für viele auch immer sehr unverständlich. Auch für mich war das am Anfang, wo ich dachte, okay, die Patienten können so gut gehen, aber es wird tatsächlich auch nur mit 10% gewichtet. Das zweite und dritte Modul, also kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, die werden gemeinsam betrachtet und der höchste Wert wird gewichtet. Das Modul 4, das ist das größte Modul, wird mit 40% die Selbstversorgung, ne, also dieses Waschen, Duschen, wird am meisten gewichtet. 20% noch Umgang mit krankheitsspezifischen Anforderungen und das Modul 6 dann mit 15% Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Hier sehen Sie die 5 Pflegegrad. Manche kennen es vielleicht auch noch von früher, von Pflegestufe. Das heißt, ein Pflegegrad 1 erhält man erst ab 12,5 Punkte. Insgesamt gibt es die 5, also Pflegegrad 5 ist bis 100 Punkte. Wenn wir keinen Pflegegrad erreichen, gibt es die Möglichkeit, einen Widerspruch von 28 Tagen zu stellen. Oder wenn man merkt, eine Verschlimmerung der Symptomatik eintritt, kann man einen erneuten Antrag stellen. Weitere Inhalte der Begutachtung. Die Begutachter geben Empfehlungen für konkrete Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung. Das kann schon als Leistungsantrag gelten, also dass die Begutachter empfehlen, zum Beispiel einen Rollator. Das habe ich so gelesen. Ich muss aber ehrlich sagen, in der Praxis habe ich es ein bisschen anders erlebt. Das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse auch ein bisschen unterschiedlich. Es wird tatsächlich auch geprüft, zumutbare Maßnahmen der Prävention und der medizinischen Reha. Auch das findet bei der Begutachtung statt. Und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes. Ab Pflegegrad 1 kann man wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beantragen, einmalig bis zu 4.000 Euro. Auch das sollte in der Begutachtung mit geprüft werden. Und die geben auch noch Empfehlungen für Heilmittel wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Ah ja. Wir kommen schon zur letzten Folie. Krebsgleichpflegegrad. Ich möchte Ihnen dazu noch ein Praxisbeispiel erzählen. Ich hatte eine Patientin, die hatte 3 verschiedene Tumore. Die hat mich angerufen, Frau Gilges, ich würde gerne einen Antrag auf Pflegegrad stellen. Können Sie mich dabei unterstützen? Wir haben das gemeinsam durchgesprochen. Die Patientin galt als kurativ. Sie hat vieles noch selbst gemacht, aber ich dachte, naja, vielleicht reicht es für den Pflegegrad 1. Sie hat mich dann so 4 Wochen später nach der Begutachtung angerufen und hat gesagt, Frau Gilges, ich habe keinen Pflegegrad bekommen. Ich habe gesagt, okay, wie viele Punkte hatten Sie denn? Soll man vielleicht einen Widerspruch gehen? Wie weit ist es noch bis zum Pflegegrad 1? Und sagte sie, ich habe 0 Punkte bekommen. Dachte ich, in der ganzen Begutachtung, Sie haben 0 Punkte bekommen. Dann dachte ich zuerst, naja, das ist ein sehr umfangreiches Gutachten, vielleicht gehen wir es einfach nochmal gemeinsam durch. Sie kam dann auch mit dem Gutachten, es war tatsächlich so, sie hat 0 Punkte in allen Bereichen bekommen. Es war dann auch, dass wir uns geeinigt haben, Widerspruch, dafür ist sie zu weit weg von den 12,5 Punkten. Wir sprechen einfach nochmal, falls es irgendwie schlimmer wird, dass wir einen neuen Antrag stellen. Ist eine Zeit vergangen, ich war in Urlaub, meine Kollegin, sie hat dann meine Kollegen angerufen, hat nochmal einen Antrag gestellt, weil sie gesagt hat, ich habe jetzt doch ein bisschen höheren Bedarf und mein Mann muss mir so viel helfen. Sie hat dann nochmal einen Antrag gestellt, nochmal mich angerufen, gesagt, Frau Gilges, der ist schon wieder abgelehnt worden. Es waren dann immer 0 Punkte, ich glaube es waren 2 oder 3. Wir haben uns das nochmal angeguckt, haben gesagt, vielleicht sollten wir jetzt doch versuchen, mal in den Widerspruch zu gehen, dass wir da noch irgendwie, dass wir da ein bisschen Unterstützung bekommen. Aber muss auch sagen, sie hat auch wirklich noch vieles selbst gemacht. Ne? Es war ihr einfach zu viel, weil sie krank, hat genug mit ihrer Erkrankung zu tun.
Und hast du gesagt, nee, lass uns mal, ich melde mich wieder. Jetzt muss man sagen, war es leider so, dass die Situation etwas verändert hat. Es ist eine palliative Situation eingetreten. Sie hat mich angerufen, gesagt, ich bin jetzt stationär, können wir jetzt nochmal einen Antrag stellen. Ich bin dann hin und wir haben dann einen Eilantrag gestellt, weil jetzt war sie stationär. Wir hatten eine palliative Situation, der Mann war Pflegeperson, haben wir angegeben und dann haben wir den Eilantrag gestellt und dann hat sie tatsächlich einen vorläufigen Pflegegrad 2 bekommen, der nachher in der Häuslichkeit dann auch auf einen 3 revidiert wurde. Ich wollte Ihnen dieses Beispiel einfach geben, ne, dass eine Krebserkrankung impliziert keinen Pflegegrad, aber natürlich ist das immer ganz, ganz individuell zu betrachten. Ne? Jeder steckt eine Erkrankung anders weg oder es sind noch andere Erkrankungen, die da irgendwie da mitspielen und von daher, wenn Sie da Fragen haben, sich beraten lassen wollen, dafür sind wir vom Sozialdienst hier. Ansonsten war es das heute auch schon von mir. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.